So, und damit herzlich willkommen zurück bei Demetrios. Ja, inzwischen habe ich mich ein bisschen umgeschaut und hat sich mal wieder bewiesen. Ja, es ist definitiv immer so. Hier war ein Keks, hier war ein Keks, also musste hier irgendwo auf der Seite ein Keks sein. Und siehe da. Hey, ich dachte, das wäre Kacke im Nachttopf oder so bloß ein Keks, der an diesem Poster klebt. So. Was genau sollten wir denn jetzt tun? Tafel im Hotel. Dann gehen wir mal zurück. Können wir im Bazar gerade was machen? Schlechter Kunde. Gehen Sie weg. Aber weg. Unglaublich. Gerade als er anfing, nützlich zu werden. Bitte kaufen Sie dieses Mal etwas. Ihr habt doch letztes Mal was gekauft. Ist nichts Neues dazugekommen. Ich hoffe, ich sehe sie bald wieder. Wenn man das... Hat er gesagt. Keine schlechte Idee, aber ich habe einen Grund. Habe ich einen Grund, ihn in den Schlaf zu versetzen? Eine schlechte. Mein Beileid. Wovon reden Sie? Von Ihrem Freund. Aber er ist am Leben. Was? Hat der Trank wirklich funktioniert? Ja, natürlich. Warum sind Sie überrascht? Es ist nichts, überhaupt nichts. Ich bin dankbar für seinen Trank, aber ich habe keine Zeit, mit ihm zu plaudern. Ich könnte es ihm wegnehmen, aber er würde mich sehen. Schnüffel, schnüffel. Es riecht nach nichts. Muss Wasser sein. Darf ich jetzt? Nein. Sehr schade. Ist sie immer noch bekloppt? Schade, schade. Kam hier irgendwas dazu? Nö. Okay. Kam hier was dazu? Riecht's denn hier inzwischen? Nö. Nope, nichts verändert. Das heißt, Hotel. Immer noch nichts verändert. Oh, die Tafel. Wo ist sie? Oh nein, sag nicht. Sie haben sie mitgenommen. Oh, na toll. Was soll ich denn mit dem Archäologen sagen? Und wo ist Sandra oder Caroline? Ich könnte gerade wirklich etwas Unterstützung gebrauchen. Ja. Nun haben wir eine nette komatöse Droge. Aber wie soll der Arzt das jetzt dem Patienten verabreichen? Hat er nicht irgendwie gesagt, dass man es im Ganzen machen soll? Ich will nur wissen, ob es funktioniert. Schnell, während er nicht hinsieht. Jetzt gehen wir ein paar Schritte zurück. Meine Kehle. Was ist das? Das wurde vorausgesagt. Wenn der Mond über dem Hamburg
Feuer aufgeht, wird Grünkäppchen nie wieder ans das Licht erblicken. Psst, komm raus. Hier wird uns niemand hören. Gute Arbeit. Ich hätte nicht gedacht, dass du den Mut haben würdest, es durchzuziehen. Habe ich gerade was übersprungen? Ich glaube, ich habe was übersprungen. Habe ich irgendwas vorgegriffen? Ich glaube, ich habe was vorgegriffen. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel von der Druck. Was, wenn ich wirklich getötet habe? Schluck. In Ordnung. Können Sie dann mit mir... Bistext was? Ja, ich glaube, ich habe irgendwas übersprungen. Ich blick's gerade nicht. Laden, ja, bitte zurück in den Laden. Den Keks. Irgendwas habe ich gerade unfassbar übersprungen. So, das war weg. Oh, die Tafel ist. Wo ist sie? Oh nein. Sag nicht, sie haben sie mitgenommen. Genau. Na toll. Caroline und Sandra sind weg. So. Speichern wir hier nochmal. Irgendwas habe ich jetzt gerade unfassbar übersehen, storytechnisch. So. Hey, wie geht's Ihnen heute? Wie immer. Aber was haben Sie erwartet? Kein Grund, so aggressiv am Morgen zu sein. Ich wäre glücklicher, wenn Sie für Ihr Zimmer bezahlen würden. Später. Okay, hier kann ich zumindest mit keinem reden. Muss ich ihm jetzt erstmal Bescheid sagen? Endlich, Sie sind zurück. Bitte geben Sie mir die Tafel. Wir haben ein kleines Problem. Was? Sie ist weg. Ich konnte sie nicht finden. Nein, das ist eine Katastrophe. Wie konnten Sie so fahrlässig sein? Hey, es ist nicht meine Schuld. Ich habe alles getan, um sie zu verstecken. Obwohl ich vermutlich nicht die Tür hätte offen lassen sollen. Ihnen ist nicht klar, was das bedeutet. Jetzt wissen Sie, dass Sie hier sind. Man wird Sie verfolgen. Ah, kommen Sie schon. Warum sollten Sie das tun? Sie wissen schon zu viel. Sie übertreiben. Ich muss über diese Situation nachdenken. Aber jedenfalls hatte ich eine Mission für Sie vorbereitet. Eine Mission? Haben Sie diese wunderschöne Vase hier hinter uns gesehen? Ja. Wir glauben, sie wurde zur selben Zeit gemacht wie die Statuen. Darauf steht eine Nachricht. Man sagt, sie enthält den genauen Zweck der Hühnerstatue. Den Zweck? Kennen wir den nicht bereits? Nicht genau. Wir nehmen an, dass sie uns zum Tempel führen. Aber wie sollen wir sie denn dazu einsetzen? Leider kann ich die Nachricht nicht lesen. Ich verstehe es nicht. Wenn Sie die Nachricht nicht lesen können, woher wissen Sie dann, dass sie wichtig ist? Naja, es steht auf dem Schild darunter. Kein Kommentar. Lassen Sie mich erklären. Die Nachricht ist in Altnogoyanisch. Leider kann das keiner aus dem Museum lesen. Mein Vorgänger konnte diese Sprache lesen. Leider ist er letztes Jahr verstorben. Deswegen habe ich seinen Platz eingenommen. Ich bin noch ein Neuling und kann keine altnogoyanischen Kurse im Netz finden. Haben Sie es mit Google, mit Google Translate versucht? Natürlich, aber Nogoyanisch steht nicht in der Liste. Und was ist jetzt die Lösung? Sehr wenige Leute kennen diese Sprache noch. Ihre Aufgabe ist es, jemanden zu finden, der das lesen kann. Warum suchen Sie nicht selbst nach jemandem? Ich kann dieses Museum nicht verlassen. Die Kriminellen kennen mich. Das Museum wird ständig bewacht, also bin ich sicher hier. Ich bin zu 100% sicher, dass jemand vor dem Museum auf mich wartet, um mir eine Kugel in den Kopf zu schießen. Hier haben wir Herrn Paranoia. Ja, schon gut. Ich gehe ja schon. Irgendwelche Hinweise, wie ich so jemanden finden könnte? Oder soll ich einfach jeden in der Stadt fragen? Ich habe von einer religiösen Gruppe namens der gebogene Löffel gehört. Sie geben Altnogoyanisch an ihre Söhne weiter. Sie tätowieren sich einen Löffel auf den Rücken, um sich untereinander zu erkennen. Okay, eine Tätowierung von einem gebogenen Löffel auf einem Rücken. Verstanden. Warten Sie hier, ich finde jemanden. Bitte seien Sie diskret. Da war der Storyteil, der uns gerade gefehlt hat. So.
speichern wir nochmal. Ja. Fortsetzen. Was willst du? Mir ist ihre Tätowierung mit dem gebogenen Löffel auf ihrem Rücken aufgefallen. Naja, ich brauche jemanden, der halt nur Gehirn schließen kann. Ja, nicht viel, nur ein Satz. Komm mit mir raus. Ich habe ein schlechtes Gefühl. Hier, hinter den Eingang. Da kann uns niemand sehen. Sind Sie sicher? Was mit dieser Frau? Sie kann gar nichts sehen. Was? Aber sie hat mich beim Stehen gesehen. Glaub mir, sie kann uns hier nicht sehen. Ich kann den Text für dich übersetzen. Toll! Unter einer kleinen Bedingung. Du sollst mir den Zauberer vom Hals schaffen. Vom Hals schaffen? Also ihn dazu bringen, die Bar zu verlassen? Nein, ihn umbringen. Ah, aber das ist so, warum sollte ich das tun? Willst du die Übersetzung? Ja, aber... Das ist die Bedingung, die Übersetzung im Austausch für sein Leben. Ich hab noch nie jemanden getötet, ich kann nicht... Es gibt bei allem ein erstes Mal. Oh toll, was für ein Ärger, an dem ich mich dieser Archäologe reinzieht. Warum wollen sie ihn tot sehen und warum tun sie es nicht selbst? Ich habe meine Gründe. Er verlässt nie die Bar, wenn ich seine Kehle durchschneide. Sie würden es alle bemerken und mich schnappen. Und würde nicht dasselbe mit mir passieren? Du scheinst mir ein schlauer Bursche zu sein. Du wirst deinen Weg finden. Ach, danke für dein Vertrauen. Oh, okay, ich mach's. Sehr gut, ich warte. Ach du meine Güte, warum habe ich das angenommen? Ich kann das nicht tun, aber ich muss einen Weg finden. Irgendwie. Oh, Zeit zum Nachdenken. Oh, ich hasse es. Jetzt wird ein Schuh draus. Okay, ich habe die Pflanze mit den roten Blüten in sein Glas getan. Jetzt, was jetzt? Er trinkt. Hey, was macht diese Pflanze in meinem Glas? Sie, stopp! Ich erkenne die. Das ist die Stagilis Totmydium, die sie mir gestern gezeigt haben. Versuchen sie mich unter Drogen zu setzen? Oder mich in einen komatösen Zustand? Nein, überhaupt nicht. Ich versuche nur, sie zu töten. Ich schwöre. Was? Ups, ich verschwende besser schnell von hier. Hilfe, dieser Mann hat versucht, mich zu ermorden. Du Idiot! Zieht eine Pistole. Eine Pistole? Ich hatte ja ein Schwert. Er... Au! Du hast mich angeschossen. Das tut weh. Idiot, du hast alles ruiniert. Nicht meine Schuld, der Spieler. Was? Hey! Björns Leiche wurde nie gefunden. Er wird immer als der ohne Gehirn in Erinnerung bleiben. Ich bin kein sehr guter Killer. Okay. Also, nochmal ins Hotel. So, mein Safter. So. Blätter rein. Knöpfchen drücken. Gefäß. Nun haben wir eine nette, komatöse Droge. So. Jetzt aber. So. So, er schüttelt sie nicht hin. Schritte zurück. Er trinkt. Meine Kehle. Er muss husten. Und fällt um. Ja, und das wurde vorausgesagt und die Dame schielt. Hier wird uns niemand hören. Gute Arbeit. Ich hätte nicht gedacht, dass du den Mut haben würdest, es durchzuziehen. Um ehrlich zu sein, ich auch nicht. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel von der Droge verwendet. Was, wenn ich ihn wirklich getötet habe? In Ordnung. Können Sie dann mit mir kommen? Ich zeig Ihnen. Bring mir den Text. Das kann ich nicht. Er steht auf einer Vase in einem Museum. Ist mir egal. Ich komme nicht mit dir. Bring mir den Text, dann übersetze ich ihn. Ich warte in der Bar. Ist das nicht gefährlich, wo gerade ein Mord stattgefunden hat? Das wäre noch verdächtiger, wenn ich nicht da wäre. Okay. Und ich dachte schon, meine Probleme wären gelöst. Okay.
Hey, wo ist der Archäologe? Ich dachte, er hätte gesagt, er könnte das Museum nicht verlassen. Ich schätze, er versteckt sich in seinem Zimmer. Wie auch immer. Was soll ich mit dieser Vase tun? PS, sollte ich den Text abschneiden? Abschreiben. Verdammt. Ich habe mir am Finger wehgetan. Mein Pflaster geht die ganze Zeit ab. Das ist irgendwie etwas kacke. So, vielleicht sollte ich den Text abschreiben. Nein, das wäre sinnlos. Ich kann nur einen Teil sehen. Dann bleibt noch eine Lösung. Ich suche besser nach dem Archäologen. Er würde diese Lösung bestimmt nicht zustimmen. Wir brauchen irgendwas, um das aufzumachen. Wir haben noch nichts, ne? Reste der Schlafdroge, nun, das ist gut. Hatten wir nicht. Liegt die da noch? Vielleicht kann ich die noch gebrauchen. Ich behalte die Brechstange. Na also. Museum. Brechstange. Es ist niemand hier. Okay. Wird schon schief gehen. Ups. Was haben Sie getan? Ich habe eventuell einen kleinen Fehler gemacht. Was für ein Idiot. Sie sind nutzlos. Das sagen Sie nur, weil Sie wütend sind. Ich kann Sie nicht weitermachen lassen. Sie durchkreuzen meine Pläne. Wachen! Bis? Björn Thurn angeklagt, ins Museum eingebrochen zu sein, um wertvolle Artefakte zu stehlen, für die er sich nicht interessiert. Ich bin so ein Grobian. Okay, es hat eine Alarmanlage. Was für ein Glück, dass der Schraubendreher zu diesen Schrauben passt. Die ist draußen und jetzt hier. Erinnerung, das wäre aufgeschraubt. Licht, Kühlschrank, Sicherheit. Bin hin und her gerissen, diese Schrauben, also... Aber ich habe ein schlechtes Gefühl bei dem Blitzsymbol. Na klar. Dann mal los. Es ist... Björn erlitt einen Stromschlag und starb unter Schmerzen, während ihn das Museumspersonal auslachte. Vielleicht hat er es nicht aufmachen sollen. Okay. Was ist das? Nicht vergessen. Ein Kasten. Ich wünschte, ich hätte im Technikunterricht nicht geschlafen. Kabel. Ein Stromkabel. Vielleicht für das Alarmsystem? Ich habe keinen Verdacht, dass das Kabel ist. Vielleicht sollte ich genauer hinsehen. Es könnte einen Hinweis geben. Ein Stromkabel. Ich habe keine Ahnung, für was dieses Kabel ist. Nö, ich kann ihn nicht mit bloßen Händen öffnen. Nicht vergessen, okay, aber was genau? Eine Liste mit 3 Punkten. Licht, Kühlschrank und Sicherheit. Was könnte das bedeuten? Ah, das muss interessant sein, wenn das versteckt ist, aber da steht lauter Zahlen. Oh, ich versuche besser nicht. Ich spüre die Kopfschmerzen schon. Was? 125 plus 1 sind 109 und... Echt jetzt? Welches Genie hat denn das berechnet? Sogar ich weiß, dass das Ergebnis 124 ist. Was? Ah, das muss interessant. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ah, es passiert nichts, wenn ich drauf drücke. Okay. Muss nicht gedreht werden. Okay.
muss mal ganz kurz gucken, wie viele Game Overs. Oh, Kapitel 4. Fehlt noch ein Game Over. Gescheitert, jemanden zu ermorden. Verhaftet wegen Diebstahl im Museum. Stromkasten. Sicherheitsalarm. Okay. Na, immerhin. Wohin geht's hier lang? Yeti im Käfig. Ja, gut, okay. Das gleiche wie gestern. Oh, warte, ich habe eine Schere. Ups, wer hat das Licht ausgemacht? Ich kann nichts sehen. Vielleicht sollte ich meine Taschenlampe... Was tun Sie da? Hören Sie auf, an dem Stromkasten herumzuspielen. Tut mir leid. Ich kann es nicht glauben, was Sie... Den Alarm, damit ich die Vase stehlen kann und sie zu dem gefährlichen Mann bringen kann, der sie übersetzt. Was? Sind Sie ein Idiot? Sie nutzlos... Was ist denn wieder hier Zeug in meiner Hand? Passen Sie auf, wo Sie Ihre Hand hinstecken. Wachen! Oh. Björn Toden, angeklagt, wahllos Kabel durchzuschneiden, ohne etwas davon zu verstehen. Es gibt doch nichts Schöneres, als ein wenig Elektriker zu spielen. Okay, Licht, Kühlschrank, Sicherheit. Was soll ich jetzt machen? Oh. Okay, das ist auf jeden Fall Alarmanlage, aber es aktiviert sie. Licht im Kühlschrank aktiviert den Sicherheitsalarm. Oder so ähnlich. Eins, zwei, fünf.